Alles Populisten. Das sind nur rechte Populisten, da ist das nicht so schlimm. Die bleiben einfach Ministerpräsident. Roland Koch und seine jüdischen Vermächtnisse, der ist da immer noch Ministerpräsident. Ja, da hätte man damals mit Stöcken und Steinen aus dem Amt jagen müssen, von links und rechts wegen. Die sitzen das einfach breitärschig aus, die Ministerpräsidenten, weil die von den Rechten sind, die dürfen alles. Der Wulff, der kann schwadronieren bei Friedmann über die Pogromstimmung von Managern und der Rüttgers darf alle paar Jahre mal richtig nationalistische. Das hält genau 2 Tage und dann ist das aus der Presse verschwunden. Bei Laffo, da hängt ihm das zum Beispiel Jahre hinterher, sowas. Wissen Sie noch, warum Hertha Däubler-Gmelin ihren Hut nehmen musste? Ja. Weil sie in der Kantine am Nebentisch in ihrer Freizeit Busch und Hitler schwadroniert hat. Wegen sowas nimmst du in der SPD deinen Hut, in der CDU nicht. Ach komm, Hagen, da wird mit völlig anderem Maß gemessen. Die sind halt ein wenig handfest und ein wenig bodenständig. Die meinen das nicht so, die sagen halt, was das Volk denkt. Die haben Musikverein und Schingerasabum und Schützefest. Und außerdem weiß man sowieso, die haben Hackbraten im Kopf halb und halb gemischt. Das ist doch kein... Da wird es einfach... Das wird wegtoleriert. Kein Problem. Kein Problem. Natürlich nicht. Ist doch ganz was anderes. Da haben wir jetzt Angst vor irgendwelchen Stasi-Leuten bei den Linken. Mich würde mal interessieren, wie viele Stasi-Leute in die CDU gegangen sind nach der Wende und in die SPD. Das wird uns wahrscheinlich vor der nächsten Bundestagswahl präsentiert dann als großer Aufmacher. Na klar, und die zerfleddern sich jetzt auch selbst, die Linken. Ist doch wunderschön. Ist doch ganz köstlich. Ich würde mir wünschen, dass der Westerwelle den Rüttgers auf seiner ersten Rumänienreise richtig mitnimmt. Das wäre doch toll. Da kann man sich auch günstig die Zähne machen lassen. Günstig. Ganz günstig. Ja. Wir haben es gut. Und dann wird immer rechte Gewalt und linke Gewalt in einem Atemzug genannt. Ist auch immer sehr schön. Rechtsextremismus und Linksextremismus wird immer sehr gerne in einen Topf geworfen. Der Schäuble hat das jahrelang bei seinen Jahresbilanzen gemacht, eine ganz perfide Nummer. Die rechte Gewalt hat massiv zugenommen, aber die linke Gewalt hat noch viel mehr zugenommen. Ja, was ist denn linke Gewalt? Was ist denn linke Gewalt? Linke Gewalt ist, wenn man Steine schmeißt auf Glatzendemos, die Juden rausrufen und von Polizisten geschützt werden. Das ist linke Gewalt. Linke Gewalt ist, wenn man... Linke... Ja klar... Linke Gewalt ist, wenn man einen Porsche anzündet am 1. Mai oder dem Juwelier die Scheiben einschmeißt auf der Attack-Demo. Das ist linke Gewalt. Aber die Linken schmeißen keine Asylantenkinder aus der S-Bahn. Das ist ein qualitativer Unterschied. Aber da haben wir in Deutschland ein massives Mentalitätsproblem, weil nämlich Eigentumsdelikte viel härter geahndet werden als Personendelikte. Und da wird die Linke immer gegen die Rechte ausgespielt. Wussten Sie zum Beispiel, dass man, wenn man einen Polizisten schlägt, für 2 Jahre in den Knast kommen kann, wenn man aber ein Polizeiauto demoliert, für 5 Jahre? Ja, ich finde das sehr schön. Da schießt man sich doch selbst gern ins Knie. Na klar, notleidende Banken werden doch gerettet, notleidende Menschen doch nicht. Ist doch wunderbar. Und so haben wir das Jahr auch rumgekriegt mit irgendwelchem Quatsch. Herrlich. Freue mich schon auf das nächste Jahr. Nach Kopenhagen wird alles anders. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice the quiet earth, the weeping shore? What have we done to the world? Look what we've done. What about all the peace that you pledge your own son? What about flowering fields
Is there a tie? What about all the dreams that you said was yours or mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice the cry nurse, the weeping shore? Ha ha!